Ich weiß, mir wurde gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, dass ich die so tausche. Weil ich eigentlich nur das erste Pokémon, das schwächste, oben an die Spitze setzen will. Muss. Aber ich habe das halt gerne in so einer Reihenfolge, dass oben das schwächste ist und unten das stärkste. Deswegen müsst ihr damit leben, dass ich hier ein bisschen Kauderwelsch mache. So, 10, 15, 17, 18, 19, 20. Sehr schön. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt um in das eine Haus, wo wir vorher nicht rein konnten. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Ach, das ist bestimmt das Nugget jetzt. Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Den Schaufler? Sieht aber auch sehr verwüstet hier aus und da ist ein Loch in der Wand. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Das war sehr komisch betont. Der Schaufler war sündhaft teuer. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Da unten, das sieht so traurig aus wie die Palme, wo dieses Blümchen da liegt. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen den einen kämpfen. Ihn hier. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir nicht? Etwa nicht? Okay. Das heißt, wir kriegen jetzt hier den Schaufler und die sagen, ja, als Belohnung kannst du den haben. Okay, Level 17. Na, wie es aussieht von hinten. Aber wir müssen wechseln. Was war das? Level 17. Nehmen wir Lars. Oder? Ja, wir versuchen es mal mit Lars. Oh, das zieht so viel ab, ne? So. Nee. Ach man, wir sind tot. Nee, doch nicht. Direkt tauschen. Mal Dennis. Ich denke immer irgendwie, dass Macholo ein Stein-Pokémon ist, weil es halt so grau ist. Aber es ist ja nur so ein Stärke-Pokémon. Paralysiert. So. Was? Ist das doch nur noch ein Fitzel? Oh! Okay, was hast du jetzt noch? Ein Traumato, das ist das Ding mit dem Himmel im Gesicht, ne? Ja. Boah, das sieht ja richtig geil hier aus. In der Goldversion sieht das nicht so geil aus. Ah ne, schlafen wird es wahrscheinlich nicht können, weil es selbst ein Psycho-Pokémon ist. Oh. Macht bei mir Konfusion und zieht bei mir jetzt richtig viel ab, ne? Na, geht. Nun. Oh, ich weiß jetzt nicht, egal. Nix der Hypnose hier. Bist du ganz noch beisammen? So. Okay, ich gebe auf. Ich verschwinde. Ja, aber erstmal noch hier den Dings. Gestohlene TM zurück. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Nee, nee, nee.
Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Team Rocket braucht den Schaufler sicher für... Achso. Ist ja nicht so, Gut, jetzt haben wir halt den Schaufler, ne? So, was wollte ich jetzt machen? Gehen wir hier nochmal ins Pokémon Center. Und wir versuchen jetzt nochmal Misty zu besiegen. Schön mit Glumanda an erster Stelle. Achso, die ist ja hier drüben, die Arena. Und dann kriegen wir vielleicht ein Fahrrad. Und dann können wir uns ein bisschen schneller fortbewegen. So. Ja, das haben wir ja schon mal gelesen. Zwei hat er. Ein Seepär, genau. Level 16. Mein Super Glumanda. Ich nehme mal Dave. Ich hoffe, der kann ein bisschen was ab. Ja, das ist ganz gut. Und wir nehmen jetzt mal den Karate-Schlag. Und ich hoffe, der zieht auch genauso viel ab, wie es sonst immer tut. Ja, das ist sehr schön. Es wäre sehr geil, wenn ich den hier mit Dave besiegen könnte. Okay. Glumanda erreicht Level 11. Sehr schön. Mushas war dieses Dings-Pokémon. Ja, gegen Lars. Level 16. Wäre doch mal Zeit, dass wir hier die vierte Attacke bekommen irgendwie. Aber oh, es war nicht so gut. Machen wir mal den Ruckzuck hier. Ja, der zieht, glaube ich, ein bisschen mehr ab. Meine Heizung ist aus, obwohl die auf 2 steht. Das ist unfair. So. Gerade nochmal aufgedreht. Panzerschutz. Verteidigung im Zug, okay. Oh, aber ganz schön gut. Oh, das war auch ganz gut. Och, Alter. Immer diese Rauszögerung, ne? So langsam ist gut. So. Jetzt ist hinüber. Das erreicht Level 18. Kriegen wir jetzt so eine Attacke? Nein. Schade. Das darf nicht wahr sein. Hey, Lars entwickelt sich. Yay. Ein Tauboga. Sieht mega episch aus. Okay, wir gehen nochmal raus. Gehen ins Pokémon Center. Lassen uns dann nochmal heilen. Und dann geht's weiter. Oh, ich glaube, wir schaffen das heute. Nein, oh Mann, jedes Mal das Gleiche, ne? Nein, es reicht einmal. So, dann hätten wir jetzt einmal oben noch einen stehen. Und dann Misty. Zuerst vor das... Bla, haben wir ja schon.
1 hat sie, ne? Goldini, Goldini. Unser tolles Level 11 Glumanda. Oh, ist kein Blut? Kratzer und Blut, das ist schön. Oh. Ich glaube, kommen wir hier mal Lars. Wie sieht das jetzt überhaupt von hinten aus? Das ist okay. Kriegt Lars nicht irgendwie eine Schnabelattacke oder sowas? Oder, ja, Fliegen ist ja halt Fliegen. Aber irgendwie war mir dann, ist mir dann noch sowas im Kopf. Du hast Schnabel. Aber ich mein... Oder war das Habitag? Ich weiß es nicht. Glumanda erreicht Level 12. Sehr schön. Eigentlich lohnt das sich jetzt nicht nochmal rauszugehen. Deswegen gehen wir jetzt direkt an Misty. aber wie war das denn? Ja, komm halt nochmal in die Fresse, ey. Sternblu und Starmie, oder? Dennis nehme ich mal. Ich meine, das wäre gut gewesen gegen Wasser. Ach, X-Abwehr. Heftigst. Aber ich glaube, das zieht jetzt auch viel ab. Ja, geht eigentlich. Okay. Nein, ich möchte bei Dennis bleiben. Stimmt. Das war Level 21, da war was. Ah, das war nicht so viel. Ach, du mit deiner Kack-X-Abwehr, ey. Ja, gut. Nehmen wir Smetbo. Ich versuch's mal einzuschläfern. Yes! Nice. Ich hoffe, es bleibt nur... Ja, steht nicht, es schläft tief. Jetzt schläft fest. Okay. Reißt das was? Nein, überhaupt nicht. Boah! Das läuft überhaupt nicht. Jetzt bist du dran, Alex. Also ich habe jetzt keinen... Also wir werden das auf jeden Fall besiegen. Ist halt nur die Frage, wann. Ich glaube, das macht Alex nicht so... Yes. Nice. Super. Alex erreicht Level 21. Yes, wir haben Misty besiegt. Wow, du bist echt sehr gut. Alles klar, ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Du hast momentan keinen Platz für mein Geschenk.